Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich nochmal ein Testmatch. Ich habe mir gerade ein bisschen was rausgesucht und möchte mich ganz gerne damit schminken. Wir haben heute Sonntag, es ist mega warm, ich bin überall mit Mückenstichen übersät. Das ist abnormal. Irgendwie habe ich wohl ziemlich süßes Blut. Also ich kriege die Krise. Ich weiß, ich darf nicht jucken und so, aber es ist furchtbar. Ja, meine Schubladen mit Trash quillen über. Ich muss unbedingt so ein bisschen Test my Trash machen und dachte mir, mache ich heute. Ja, ich habe hier mir eine bunte Palette rausgesucht. Ich glaube, die habe ich von der lieben Lena XOXO bekommen. Verzeiht übrigens meine Frisur. Ich habe einfach nur einen Lutt gemacht, weil ich kriege meine Haare bei diesen heißen Temperaturen einfach nicht gebändigt. Also ja, auf jeden Fall möchte ich diese Palette hier ausprobieren. Ja, swatchen habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich mache es trotzdem der Vollständigkeit halber, ne? Ja, das ist übrigens die Morphe James Schatz Palette oder so ähnlich. Ja, beginnen wir am besten direkt, ne? Damit ich nicht hier Ewigkeiten sitze, weil muss ich nur ein Trash-Päckchen Inhalt noch abfilmen. Sorry, wenn das ein bisschen lauter ist, ne? Dadurch, dass die Klimaanlage ja an ist, beziehungsweise nicht jetzt gerade aktuell, sonst wäre es zu laut. Ja, ist das Fenster ja im Offen, wegen Schlauch und so, das hatte ich euch ja schon erzählt. Ja, erstmal nehme ich von Vibo Unicorn Tears Face and Lip Primer. Ja, den verwende ich jetzt. Ich habe ja gestern wieder meine Beauty-Schwämme. Ach, mein Popo klebt auf diesen Lederstuhl. Oh, naja. Das ist so ein rosafarbener. Auf jeden Fall habe ich mir die Schwämme gestern nochmal gewaschen. Hab gedacht, ja, dann sind die auch direkt schön nass für morgen hier, aber bei der hohen, ja, bei der hohen Luftfeuchtigkeit, beziehungsweise, keine Ahnung, trockenen Luft, was ist das im Moment? Keine Ahnung. Das riecht nach Keksen, nach Vanille, glaube ich. Ja, sind die natürlich ratzfatz trocken, ne? Und irgendwie habe ich das Gefühl, den hier kriege ich auch nicht mehr ganz so sauber, aber er funktioniert ja noch. Ja, mal gucken, wie der Primer so ist. Den stelle ich mal eben hier hin. So, dann nehmen wir einen Primer. Dann nehme ich wieder den von Belle Cosmetics. Ich habe versucht, so ein bisschen, also ich habe versucht, tatsächlich fast alles mal rauszusuchen aus Trash, was. Ja, für jede Kategorie quasi. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Augenbrauen habe ich nämlich dieses hier von Fab. Boah, da kommt mir ein Dings entgegen. Da sind auf jeden Fall sind da Highlighter drin und drei Augenbrauenpuder mit so geeigneten Pinseln. Nehme ich das einfach mal und dann gehe ich mal in den mittleren Ton und mache mir ein bisschen die Augenbrauen. Sehr hart, dieser Pinsel. Einfach mal einen Pinsel von mir. Ich finde den nämlich jetzt gerade nicht so gut. Ist okay, ne? Also, ich finde die Palette mega, mega, mega niedlich. Vor allem die Highlighter sind unglaublich schön, aber so für die unter die Augenbraue. Ich würde die Palette halt nicht rausholen, um meine Wangen damit zu highlighten, ne? Und unter den Augenbrauen mache ich sowas nicht. Und Augenbrauenpuder habe ich ja generell genug, ne? Und bevor ich die jetzt runternudel, die Palette, würde ich sagen, gebe ich die ab. Boah, mein. Entschuldigung, ich muss mich da kratzen. Ja, die ist wirklich sehr schön. Ich finde die Optik, also die Aufmachung, auch wirklich sehr niedlich. Aber die werde ich abgeben, die, ne, einfach mal ausprobiert zu haben, ist okay. So, jetzt werde ich diese Morphe-Palette einfach mal mit euch zusammen swatchen. Das kann sich auch nur um Stunden handeln, bis ich damit fertig bin. Ich habe doch hier eben mein. Ich habe dann noch ein feuchtes Tuch und zwar von meiner Gesichtsmaske gerade eben. Dann, ich habe nämlich eine Tuchmaske gemacht. So, legen wir los. Ja, ich zeige euch die nochmal. So schaut sie aus. Sind ein paar große Fännchen dabei und normal kleine, die schon groß genug sind. Was hat die denn so für Gramm? Finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Egal. Wir legen los. Das erste ist auch als Handswatch jetzt sehr mau, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich mache einfach pro Reihe. Okay.
sehr mau. Ich weiß jetzt nicht, wie die sonst so von der Qualität sind. Aber ja gut, ich habe jetzt zum Beispiel auch die Lorac Pro gerade in Verwendung wegen meinem 10 in 10. Und die ist bei den Swatches auch nicht gerade geil gewesen. Ne? Und dann im Auftrag war die mega. Das hat nicht so viel zu sagen, aber schaut mal, die ist so die erste Reihe. Gibt Besseres, oder? Mal gucken, wie die zweite Reihe ist. Okay, also die Schimmernden scheinen doch was schöner zu sein, definitiv. Weil ich sag mal, wenn die jetzt gleich auf dem Auge genauso ist, ja, weiß ich nicht, ob ich die behalten würde. Weil da habe ich dann einfach bessere Paletten. Aber wenn die gleich auf dem Auge sich dann doch hervorhebt, ist das wieder was anderes. Jetzt mache ich erstmal die dicken Farben hier, wo wirklich viel von da ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dieser Palette. Ich kann mir vorstellen, warum die Lena die im Trashpäckchen abgegeben hat. Man hat da einfach Besseres, gehe ich mal von aus. Na, also, da könnte ein bisschen mehr Wumms hinterstecken. So, und jetzt kommen die bunten Farben. Also das Blau ist auf jeden Fall ordentlich pigmentiert mal zur Abwechslung. Und das hier ist auch ein wunderschönes Blau. Guckt mal, das hier, das ist mega schön. Die Matten, die sind echt... da muss man, also ich gehe da meistens so dreimal rein, damit ihr wenigstens ein bisschen was sehen könnt. Das Lila ist auch ziemlich gut pigmentiert. Das ist die nächste Reihe. Und jetzt kommt die letzte Reihe mit Grüntönen, Pinktönen und so ein geiles Blau und so. Ja, schauen wir mal. Also die Farbe hier, die passt auf jeden Fall zu meinen Nägeln so ein bisschen. Und das Waldgrün, also dieses Grüne hier sieht auch geil aus, muss ich ja sagen. Und dann ist das letzte hier ist so ein Neonpink. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall was für... Ja, so einige, die so auf bunte Looks stehen. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Neon-Pink. Ich sag mal so, die Palette ist jetzt nicht verkehrt, aber ich habe da tatsächlich bessere, die mich so richtig flashen, ne, bei meinen über 100 Stück. Und ja, da muss die jetzt einiges beweisen. Die steht jetzt richtig im Zugzwang hier. Ja, beginnen wir einfach mal mit dem Look. Ich nehme jetzt tatsächlich erstmal das Gelbe. So, ich habe übrigens Freitag, also wie gesagt, wir haben Sonntag heute, habe ich Johnson & Johnson gespritzt bekommen. Wobei, ich würde das nicht sagen, womit ich gespritzt worden bin, weil das ist kein BioNTech. Nee, damit hätte ich, also ich hätte mich nur mit BioNTech spritzen lassen, so ungefähr. Ich kann das nicht hören, ist mir scheißegal. Mir war egal, womit ich gespritzt werde, weil ich habe halt auch keine Vorerkrankungen und so, ne. Deswegen war ich da offen für alles und da ist es Johnson geworden. Das finde ich natürlich richtig cool, weil ich brauche nur eine Impfung und in 14 Tagen bin ich durchgeimpft. Finde ich natürlich ziemlich cool. Also man sieht ein bisschen gelb, aber gut, ich gehe jetzt noch in diesen ockerfarbenen Ton rein. Ja, meine Mama ist auch geimpft, meine Schwester mit ihrem Freund ist geimpft. Ja, Guido muss noch, also es nimmt auf jeden Fall Form an. Ich stand ja sechs Wochen auf der Warteliste. Vielleicht auch acht, also es war lange. Und dann irgendwann auf der Arbeit rief dann halt mein Hausarzt an und meinte, ja, wenn sie möchten, können sie. Mit Johnson. Ich so, egal, wann soll ich kommen? Ja, und dann ging es ratzfatz. So, jetzt nehme ich mir so diesen, ja, muss man ein bisschen so machen, damit ich die Farben besser sehe. Ja, so ein Peach-Ton. Ja, ich hatte übrigens nichts. Ich hatte weder die Einstichstelle tat weh, noch hatte ich Fieber, noch Durchfall oder Kopfschmerzen, was auch immer alles. Ich hatte kurz ein bisschen Kopfdrücken, aber wir hatten auch 38 Grad, also... Da habe ich eine Tablette genommen und es war gut. Ne? Also ich glaube, das lag einfach an dem Wetter. Das hat, glaube ich, nichts mit der Impfung zu tun gehabt. Weil ich in letzter Zeit halt, wenn so Wetterumschwünge sind, habe ich das halt öfter. Ja, bisher habe ich das sehr gut vertragen. Und ich freue mich auf ein fast normales Leben. Ne?
Ja, dann habe ich. Was gab es in letzter Zeit noch? Gott, ich habe ewig kein Video gedreht. Ich bin voll aus der Übung. Das letzte war, glaube ich, mein 10 in 10. Und das ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Ja, bei den Temperaturen hat man erstens keinen Bock, wenn man nichts zu zeigen hat. Ne? Aber ich habe mir ein paar Birkenstocks gekauft, weil meine Schwester war einmal hier und die hatte Birkenstocks und ich spreche. Ich hätte ganz gerne auch Birkenstocks, aber ich glaube, diese Zehentrenner sind mir zu ungemütlich. Ich meinte, ja, probier doch mal an. Ja? Die hat die gleiche Größe wie ich und es war nicht geschehen. Dann haben Guido und ich uns einen E-Scooter gekauft. Damit waren wir die letzten Tage nur unterwegs. Mega cool, hätte ich nicht gedacht. Also, haben wir gedacht, so, ja, E-Scooter. Und dann irgendwie sind wir auf den Trichter gekommen, weil die gab es bei Lidl im Angebot. Und dann haben wir uns erstmal einen gekauft und ja, und dann am nächsten Tag nochmal einen. Macht auf jeden Fall Bock. So. Was für eine Farbe? Ich habe hier so ein bisschen Grün, ne, im Oberteil drin. Dann nehme ich doch einfach mal dieses matte Grün. Ja. Also demnach hatte ich jetzt da nicht mehr so viel Geld übrig für irgendwelche anderen Hauls, was ja auch völlig okay ist. Schließlich ist bald unsere standesamtliche Hochzeit und ja, die verschobene Hochzeit war eigentlich, hätten wir ja am 3.7. unsere freie Trauung gehabt, aber durch diesen ganzen, Entschuldigung, dieses Fenster, aber durch diesen ganzen Corona-Wahn haben wir das dann ja verschoben, weil zu dem Zeitpunkt, ich weiß auch nicht, wie das jetzt im Moment ist, weil das interessiert mich ja jetzt auch gerade, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich hoffe nur für die anderen Bräute und Bräutigams, Bräutigame. Hat sich mittlerweile erledigt. Es war ja ohne Tanz und ohne Musik, durften ja bis 50 Personen dann stattfinden. Und das wäre überhaupt nicht die Hochzeit gewesen, die wir uns vorgestellt haben. Deswegen haben wir das ja verschoben. Und weil in dem Sinne hätten wir dann noch eine Woche gehabt für den Rest zu planen. Das war mir einfach zu stressig, wäre mir das geworden, neben der Arbeit dann noch. Und dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit. Haben dann bald unsere Standesamtliche, die wir dann klein machen. Aber dennoch ist das natürlich mit ein paar Kosten trotzdem verbunden. Natürlich nicht wie die freie Trauung mit der Feier dann, ne? Ja. Da weiß ich bald nicht mehr so, wie ich jetzt im Moment habe. Ja, für alle, die mir dann immer was zuschicken, es steht wahrscheinlich trotzdem immer noch an der Klingel. Aber da wird dann bald, aber ja gut, in der Infobox steht ja auch, also ich heiße ja Lenzen. Wieder mit dem Partner, aber mit Z. Und das ändert sich dann bald. Also ich sag mal so, verkehrt ist die Palette jetzt nicht, also die Farben performen. Ne? Was nehme ich denn noch? Ich glaube, ich nehme noch dieses Rötliche hier. Boah, Leute, hier sind so warm, ne, in dem Zimmer. Abnormal. Ich sag mal, wir sind irgendwo, mehr oder weniger sind wir Dachgeschosswohnung. Aber wir haben halt so ein Flachdach, was so schräg geht. Angeblich soll das dann nicht ganz so extrem warm sein. Es ist trotzdem warm, aber ich glaube, das ist kein Unterschied zu einer Dachgeschosswohnung, wo halt Gollum vorbeikommen könnte und den Ring irgendwo rein, weil sich nicht in die Ecke schmeißt, ne? Ja, die Palette, die wird weiter wandern, denke ich. Ja. War ganz nett, mal getestet zu haben, aber die geht weiter. So. Jetzt kommt erstmal Mascara, dann nehme ich erstmal, wo habe ich denn die andere? Ach, die ist auch hier drin. Meine Paradise Ecstatic von der Marke, dessen Name nicht genannt werden darf. Boah, ich zeröle. Dass ich immer diese Abstempelei über dem Auge habe. Ich finde es furchtbar, ne? Haben wir das und dann gehe ich noch mit meiner Douglas Volume Obsession, gehe ich jetzt noch drüber. Ja, und jetzt kommt Make-up dran, dann nehme ich aber nur dieses, was wie eine Art BB-Cream von Bare Minerals in der Farbe Natural 5 Complexion Rescue. Das ist ja die Meloflori immer so hochlobt. Ich glaube, ich habe die, glaube ich, bereits in einer anderen Farbe. Glaube ich zumindest. Und ja.
ich komme ja einfach nicht dazu, immer meine ganzen zu nehmen. Ich bin ja froh, wenn so ein paar mal leer werden, ne, die so angefangen sind. Außer halt so eine leichte Foundation mit leichter Deckkraft. Tinted Hydrating Gel Cream ist noch nicht mal richtig Make-up. Also für warme Tage reicht das. Au, voll ins Auge. Und die Farbe, würde ich jetzt auch sagen, ist optimal. Die wird auch behalten. So, Puder nehme ich von Kiko, denke ich. Kiko Radiant Fusion Nummer 1. So, jetzt nehme ich einen Bronzer, da hatte ich mal, ich weiß gar nicht von wem, das ist so ein Give Me Sun von MAC. Ist mir mal runtergefallen, aber ich sag mal, für den kann man definitiv noch verwenden. Oh, der war schön. Ich glaube, da muss ich mal ganz eben hier so ein bisschen verteilen. Ah, guck mal, ich habe doch hier noch, genau, dieses Incredible You Glow Girl. Das war ja, oh Gott, das ist schon nicht lange her. Da hatte ich das auch im Trashpäckchen drin. Das ist so ein Holo-Zeugs, das könnte ich mir aufs Auge klatschen. Ja, mache ich mal. Wow. Krass. Das ist auf jeden Fall mal für so einen besonderer Look, oder? Das sieht geil aus, das mag ich. Oh, ich gehe noch mal kurz mit der Mascara drüber, falls das noch klappt. Okay, das Augen-Make-up sieht man jetzt natürlich gar nicht mehr, aber egal, ich finde es cool. So, jetzt ein Blush. Da habe ich diesen Butter Blush von Physicians Formula. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon besitze, aber ich gebe mir den jetzt einfach mal drauf. Und dann muss ich mal gucken, ob ich den schon habe. Wenn ich den dann halt eintrage. Oh, dieser Duft, ne? Aber kommt da überhaupt Farbe? Nö. Das ist ja schade, da kommt gar keine Farbe. Ja, da bringt mir dann ja nicht viel, ne? Weil da kommt nichts. Ich gebe den wieder ab. Dann nehme ich mir meinen Smashbox Peachy Dream. Irgendwie hat er jetzt irgendwas meine Haut unschön gemacht. Sieht man gerade so ein bisschen Poren. Ja, und dann hatte ich nämlich noch dieses Love Lights, so ein Puder. Da habe ich schon mal einen von, aber das ist eine andere Farbe. Sieht auch auf jeden Fall sehr hübsch aus. Mhm, so ein subtiler Glow, würde ich jetzt mal sagen. Ne, so finde ich aber schön. Aber sieht man gar nicht, ne? Dann kommt Setting Spray. Da nehme ich meinen Glam Glow. Das ist auf den Augen wird gerade trocken. Ich hoffe, dass das nicht in die Fältchen creased. Gucken wir mal. So, und dann nehmen wir einfach den... Passt der? Ne, wahrscheinlich nicht. Was ist das hier nochmal für ein Lippenstift? Ich habe mich einen von Urban Decay bekommen. Der ist allerdings ein bisschen weich jetzt durch das Wetter geworden. Oh. Die Farbe Vanished Sheer ist halt wirklich ein sehr ordentliches Nude. Ne? Würde ich, glaube ich, wahrscheinlich nicht so häufig tragen. Deswegen werde ich den auch aussortieren. Nee, ein bisschen Farbe. Mag ich da ja schon. Habe ich nicht irgendwas noch für die Lippen hier rumfliegen? Hier kommt nämlich Lipgloss. XXL Nude Lipgloss und der von Taste the Sweets. Sieht übrigens so aus. Ja, und der Look steht. Ich finde den schön. Also ist jetzt nichts, was ich nicht mit anderen Paletten hinbekommen würde. Deswegen wird die auf jeden Fall aussortiert. Aber nichtsdestotrotz finde ich es schön. Und irgendwie glaube ich, das Zeug creased. Ich habe das so im Gefühl. Aber es sieht cool aus. Okay, mein Lieben.
Danke, dass ihr mit bei dem Video mit dabei wart. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis bald. Ciao.